Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Splinter Cell. Im letzten Part haben wir die Mission Ölplattform oder Ölraffinerie hieß das ja, glaube ich, erfolgreich abgeschlossen. Das bedeutet, jetzt geht wieder ein neuer Auftrag los, ein neues Level. Und da folgt jetzt erstmal eine Zwischensequenz und da wünsche ich erstmal viel Spaß beim Angucken. Wie lange wird es denn auch dauern? Deine Tochter ist am Apparat. Wir lassen die Verschlüsselung laufen. Verdammter Mist! Was ist los, Grimm? Die Daten, die du von der Ölplattform besorgt hast. Die Georgier können ohne einen Helfer in den Reihen der CIA unmöglich so viel wissen. Fischer, du kannst! Vater? Sarah, hi! Wo bist du? Auf dem Weg nach Hause. Du wolltest doch letzte Woche anrufen. Ist was dazwischen gekommen? Tut mir leid. Ist schon gut. Warst du in Georgien? Schatz, du weißt, dass ich nicht antworten darf. Ja, ich weiß. Ich hatte nur im Fernsehen. Sarah! Sarah! Hey, was ist los? Bremst uns hier! Flex! Alles okay? Glaube schon. Hoffe, es geht euch gut da hinten. Wir hatten gerade eine Kollisionsfehlwarnung. Habe sowas noch nie gesehen. Das hat völlig verrückt gespielt. Hat jemand Verbindung zum Third Echelon? Ich bin hier, Fischer. Was zum Teufel geht hier vor? Nikolaza hat den USA den Krieg erklärt. Was? Die Georgier haben unsere Kommunikations- und Energiesysteme angegriffen. Zurzeit wissen wir nichts über die Schwere der Schäden. Was ist mit unserer Abwehr? Was werden wir machen? Was haben wir denn? Nikolaza hat uns kalt erwischt. Alles, was uns bleibt, ist das Laptop, das du von der Plattform geholt hast. Meine Tochter ist... Ich weiß. Ich habe schon Männer losgeschickt. Überall herrscht völliges Chaos. Ich muss zu Sarah. Du weißt, was zu tun ist. Wir sind hilflos, bis wir Nikolaza haben. Begib dich zur CIA. Deine Mission ist für uns überlebenswichtig. Das Versagen führte in einem Armeehospital in Mississippi zu 17 Toten und 30 Verletzten. Generatoren und auch einige Energieleitungen wurden zerstört. Ein Militärzug kollidierte auf dem Weg nach Norfolk, Virginia, heute mit einem anderen Zug, nachdem ein automatisches Gleissystem ausgefallen war. Über den Inhalt der Waggons wurde noch nichts bekannt. Die Armee hat allerdings mittlerweile ein Sperrgebiet von 30 Kilometern um sie errichtet. Obwohl noch keine offiziellen Zahlen vorliegen, gibt es Berichten zufolge über 40 Tote. Die Opfer unter der Zivilbevölkerung liegen anscheinend darunter. Die Zeitungen sprechen von Cyberterrorismus und einem Informationskrieg. Man kann es ja nennen, wie man will, aber wir alle sind hier nicht eher sicher, bis wir mobilisiert haben. Rettungskräfte, deren Informationssysteme völlig inaktiv waren, konnten über eine Stunde nicht auf den Absturz reagieren. Aus Verletzten wurden Tote als... Zu Combine Nikolaze, der sich noch immer versteckt hält. Obwohl die erste Welle des Cyberterrorismus auf das Militär beschränkt war, warnen die Dienste vor einer erneuten Ausweitung der Terrorangriffe. Haben dem Terror mehr als einmal getrotzt. Ich verspreche, dass wir wieder siegreich sein werden. Die Welt ist zu klein, als dass sich solche Verbrecher auf Dauer verstecken können. Die USA und ihre Verbündeten werden für einen wahren Frieden sorgen. Dauerhaft, zügig und sicher. CIA-Hauptquartier, Langley, Virginia, USA, 31. Oktober 2004, 22.19 Uhr. Spüren Sie den Maulwurf bei der CIA auf. Nur wenige Stunden nach dem Angriff auf die Ölplattform. Wie heißt die? Nur wenige Stunden nach dem Angriff auf die Ölplattform entfesselte der georgische Präsident eine Welle von verheerenden Gegenschlägen auf die Hochtechnologie der USA. Die einzige Spur, die zu Nikolaze führen könnte, ist der Maulwurf, den man in den Reihen der CIA vermutet. Dann wollen wir doch mal gucken. Zeit, an die Arbeit zu gehen, Fischer. Fassen wir zusammen. Keine Verletzten.
Die NSA operiert nicht innerhalb der USA. Wir spionieren nicht die eigenen Leute aus. Bin gar nicht hier. Genau. Du bist für uns nicht existent, bis deine Mission beendet ist. Wir haben den Timer auf deinem Opset mit einer Pause der Ventilatoren des Lüftungssystems synchronisiert. Du hast nur begrenzte Zeit zum Zutritt. Okay, nur begrenzte Zeit zum Zutritt? Interessant. Eine Waffe habe ich ja schon mal überhaupt nicht. Und immerhin Dietrich und flexible Optik habe ich. Und mit Sicherheit habe ich doch auch wieder dieses Teil hier. Sehr schön, mal für den nötigen Durchblick sagen hier. Okay, überall Zaun, Zaun, Zaun. Da laufen Leute rum. Machen wir das Ding nochmal an. Ah, da ist auch noch Zaun. Okay, ich schätze mal, ich darf nicht gesehen werden von den Leuten hier. Ob es wohl irgendwie was schadet, wenn ich ein bisschen... Oh, da läuft die Uhr runter. Da läuft eine Uhr runter, ich muss mich beeilen. Okay, irgendwie muss ich dann wohl scheinbar hier rein. Schauen wir mal. Laufen wir doch einfach mal hier quer durch die Lameng. Mal hier irgendwas. Ne, hier tut sich nichts an diesem... So sind die Vorschriften, Vatara. Türen. Was ist? Eindringling! Ja, ich werde gerade abgeschossen. Aber das ist mir gerade egal, weil ich nämlich jetzt hier erstmal... Die Stellung halten. Ja, komm, schieß mich doch eigentlich ab. Warte mal, ich tue nochmal schnell dieses Teil da auf. Okay, sehr schön. So, ich würde sagen, probieren wir das jetzt noch mal ein bisschen... Zeit an die Arbeit zu gehen, Fischer. Würde ich sagen. Ein bisschen, wir zusammen. Ja, keine Verletzten. Gechillter. Die NSA operiert nicht innerhalb der USA. Ich würde wir meinen... Wir spionieren nicht die eigenen Leute aus. Bin gar nicht hier. Genau. Ob die Leute hier wohl... nicht existent, bis deine Mission beendet ist. Wir haben den Timer auf deinem Opset mit einer Pause der Ventilatoren des Lüftungssystems synchronisiert. Du hast nur begrenzte Zeit zum Zutritt. Dann soll ich wohl durch ein Lüftungssystem hier eindringen, schätzungsweise. Komm, Sammy, ich bring mal hoch. Und ja, schauen wir doch mal, wo das ist möglich. Also ich werde wahrscheinlich möglichst nicht an diesen Typen da, also mich von diesen Typen entdecken lassen sollen. Lüftungssystem. Also ich denke jetzt mal schon, dass das Lüftungssystem ist, wo ich hin muss. Schauen wir doch mal. Ich gehe mal davon aus. Also, können wir da irgendwie... Sammy, klettern wir da hoch. Mal gucken, ob wir mal da drüber über sowas drüber klettern können. Oh, es sieht tatsächlich danach aus. Eine Lücke in dem Stacheldrahtzaun. Sehr schön. Klettern auf der anderen Seite wieder runter. Sehr fein. Und... Oh, ich habe nur noch 50 Sekunden. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Na komm, sind wir nicht da hochklettern. Wo muss ich lang? Ich verstehe es nicht. Und nun? Na. Ja, ich weiß gerade echt nicht, wo ich lang muss. Bis ich das mal endlich weiß. Ja, ich glaube, da vergehen noch ein paar Fails, bis ich endlich weiß, wo ich hier denn eigentlich lang muss. Na. Ja, gut. Die Zeit wird gleich ablaufen. 14 Sekunden noch. Ich habe keine Ahnung, wo muss ich denn hier lang? So, sehr schön, jetzt bin ich hier oben, aber es nutzt mir ja alles nichts. Ja, 2, 1, 0. Mist. Du wirst nach einem anderen Weg suchen müssen, um hineinzukommen. Die Ventilation ist soeben angesprungen. Ja, toll. Ich weiß ja nicht mal, wo die Ventilation ist. Sag mir doch mal, wo das ist. Du Dödel. Wo ist denn bitte schön die Ventilation?
sprach. Von wegen, Mist, du musst einen anderen Weg gehen. Ist das so geplant oder habe ich jetzt was falsch gemacht? Ja, toll, einen anderen Weg hineinfinden. Wo ist bitte schön die Ventilation, die ich suchen soll? Wo ich hier reinkommen soll? Na, da kommt man nicht hoch. Okay, ich würde sagen, ich gehe mal wieder da raus. Und ja, gucken wir doch einfach mal irgendwie was anderes finden, um da reinzukommen. Das ist sehr schön, komm, spring runter. Ja, toll, da sind Leute, die kann ich natürlich... Oh, da kommt einer. Ja, toll, das ist eine sehr interessante Sache. Kann ich dem irgendwie eins über die Rübe brettern? Das kann ich doch bestimmt machen. Ach, jetzt geht er darüber. Nein. Das ist doch blöd. Meine Fresse, ich kann doch da unmöglich rein. Ich verstehe das nicht. So sind die Vorschriften, Vatala. Was für Vorschriften, ne? Einen anderen Weg. Was für einen anderen Weg? Ich möchte wissen, wo ich da lang muss. Ich verstehe es nicht. Komm, Sammy, renn du mal ein bisschen. Probieren wir doch einfach mal einen anderen Weg aus. Hier zum Beispiel läuft jetzt dieser Wachmann lang. Meine Fresse, ich bin ja voll sichtbar. Unglaublich. So, ich versuche jetzt mal diesen Wachmann hier zu packen und hier gibt es keinen Weg aus diesem Zaun raus oder so. So, mal schauen, ob wir den irgendwie zu fassen kriegen da. Sehen wir mal, der patrouilliert da ja schön brav. Sehr schön. Wer ist da? Zeigen Sie sich! Wir haben hier einen Eindringling! Nein! Ach Mann! Komm, laden wir eben nochmal. So, wie verdammt soll ich da reinkommen? Zeit an die Arbeit zu gehen, Fischer. Fassen wir zusammen. Keine Verletzten. Die NSA operiert nicht innerhalb der USA. Keine Verletzten. Wir spionieren nicht die eigenen Leute aus. Bin gar nicht hier. Genau. Du bist für uns nicht existent, bis deine Mission beendet ist. Wir haben den Timer auf deinem Offset mit einer rein? Pause also der Ventilatoren des Lüftungssystems synchronisiert. Ist doch ein deutsches Lüftungssystem, wie komme ich denn da bitte schon rein? Verdammte Hacker hier. So, also hier bin ich erst einmal angelangt. Aber wie komme ich da bitte schön rein? Ja, komm, spring runter. Da muss ich doch irgendwie dann reinkommen. Aber wie, verdammt? Wie, verdammt, komme ich da rein? Und wenn ich da jetzt nicht reinkomme, wie... Und wenn ich das da nicht schaffe, wie sonst? Oh, jetzt bin ich immerhin schon einmal da. Kann ich hier irgendwas machen? Aufmachen oder so? Nö. Also dreht sich das Lüftungsrad ja. Ach, Sam. Mach doch nicht immer so einen Mist. Komm, spring mal da hoch. So. Das ist blöd. Sehr schön, aber da passiert auch nichts. Ah, öffnen. Endlich. Sehr fein. Jetzt muss ich dann noch irgendwie durchkommen. Ah ja, sehr schön. Dann habe ich das ja wohl geschafft hier. Oh, das fängt an zu laufen. Sehr schön, dann würde ich sagen... Ziehen wir mal kurz die Brille aus, mal gucken. Ah ja.
Ja, ich würde sagen, das ist doch eine sehr gute Stelle, um einen Schnitt zu machen. Unten steht ein Wachmann. Sehr schön, ich setze nochmal die Brille auf. Ja, das ist eine sehr gute Stelle für einen Schnitt zu wagen. Also, hier geht es dann im nächsten Part weiter. Macht's gut und ciao.